Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Legenden Arceus und wir sind hier in den Frostlands und sollen den nächsten König oder Königin besänftigen. Keine Ahnung mehr, ob es ein König oder eine Königin war. Naja, egal, wir haben eine Mission. Fertig aus. Aber bevor wir loslegen, habt ihr sicher schon gesehen da unten, da ist ein Fukano. Fukano, also Schrägstrich Akani, ist einfach viel cooler als Galoppa. Darum machen wir uns jetzt Nakani. Ich würde sagen, los geht's. Einmal den netten Feuerstein. Und das Fukano wird zum Akani. Und los geht's. Und beim nächsten Regen werden wir unser Viscorder auch weiterentwickeln. Ah, ich muss sagen, das neue Akani, also das Hisui Akani, sieht echt gut aus. Okay, unser Akani haben wir. Darum würde ich jetzt sagen, wir legen los, oder? Also, dann mal auf. Pokémon werde ich jetzt nicht so viele fangen, denn wie gesagt, ich war hier schon mal in der Gegend rum. Ein bisschen so rumschauen, was es hier so gibt. Hab somit schon ein paar Schnäppke gefangen, ein paar Quiekel und sonst glaube ich nichts. Glaube ich. Zumindest fällt mir gerade nicht ein, ob ich sonst noch was gefangen hätte. Also sagen wir einfach mal nein. Noch 80 Meter. Denke ich mal. Ja, da warten sie ja schon. Hui. Ich schaff's nicht einmal über so einen Hügel drüber zu jumpen. Ey. Was bist denn du? Hab ich dich auch schon? Ich weiß es nicht und darum fange ich dich. Zumindest versuche ich es. Ernsthaft? Ja, doch, hab dich schon gefangen. Aber. Wenn es mir vor die Füße läuft, dann nimmt man es mit. So, es wäre natürlich schön, wenn noch eins hier wäre. Ja, da hinten ist ja noch eins. So. So. Und dann habe ich davon jetzt noch 6, oder? Ja, passt. Wieder einen Erfolg fertig. Mehr will ich nicht. Also dann, weiter geht's. Grüß dich. Alter, ist dir nicht kalt? Der kalte Wind hat mir fast die Ohren vom Kopf gefroren. Und wozu? Alles nur, um mitten ins Nirgendwo zu gelangen. Prima. Dieser ehrenwerte Herr ist Aktilas, Wächter von meinem Meister. Wächter und mein Meister. Huiuiui. Zeig gefälligst etwas Respekt dir. Wohlan, erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Ren. Ich diene dem Burglern als Wächter. Du gehörst zur Galaktik-Expedition, dann musst du Wulfen sein. Lass mich dir gleich eine Frage stellen. Weshalb möchtest du Aktilas besänftigen? Weil es in Rage ist. Das ist meine Mission. Nein, nehmen wir das erste Rennen natürlich. Aha. Dann meine nächste Frage. Was genau ist denn das Problem an seiner Rage? Lawinengefahr? Weiß ich auch nicht. Lawinengefahr. Was würdest du tun, wenn das hier nicht deine Mission wäre? Was sagt dir dein Herz? Ich will es besänftigen. Nun hör mir gut zu. Aktilas, unser König des Schneefelds, macht weder Mensch noch Pokémon Ärger. Meister Ren, so beruhigt euch doch. Ihr habt recht, noch hat Aktilas niemanden Umstände bereitet. Doch ist es nicht auch unsere Pflicht, allen die Angst davor zu nehmen, dass ein so gewaltiges Pokémon die Kontrolle verlieren könnte? Doch, doch. Da ist schon etwas dran. In diesem Fall müssen wir diesen Jungen aber zuerst auf Herz und Nieren prüfen. Nun, genug der Worte. Zücke deine, wie nennt ihr sie gleich? Ach ja, Pokebälle. Klar, bin bereit. Meine Muskeln sind so unnachgiebig wie eine Wand aus Eis. Kannst du sie durchdrängen? Ja.
Los, Akani! Coole Pokémon, Alter. Feuerzahn. Ist eigentlich egal, beides sind als Pokémon, ne? Also, Attacke. Das hält Akani doch nicht auf. Easy Win, Leute. Aha, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel gelevelt. Gut gekämpft. Damit wäre dann das Eis zwischen uns gebrochen. Hey, ihr. Dieser Junge hier ist in Ordnung. Ich danke euch, Meister. Es gibt Leute, die aufgrund seines rätselhaften Erscheinens Zweifel an Wulfen haben. Doch ich vertraue ihm absolut. Wenn du Arktilas unbedingt besänftigen willst, besorge etwas Sperma-Eis und bringe es zur Hoheitsstätte. Um an Sperma-Eis zu gelangen, musst du fliegen können und dafür brauchst du Washakivil. Lange Rede, kurzer Sinn, geh und such ein Mädchen namens Sabi. Der Sinn ist mir etwas zu kurz. In Rätsel zu sprechen ist alles andere als zeiteffizient. Arktilas ist doch ein König des Berglands. Da wäre es etwas seltsam, wenn ich die Sache erkläre. Aber sei es drum. Arktilas ist ganz versessen auf Sperma-Eis, das sich auf den im Frostland stehenden Eisblöcken finden lässt. Und hier kommt der Diamantclan ins Spiel. Weil nicht einmal Sneebos das Eis zu erklimmen vermag, muss man das Ziel aus der Luft mit Washakivil ansteuern, so der Plan. Meister Ren ist allerdings mal fast gelungen, einen Eisblock hinaufzuklettern. Es haben nur noch 2 Meter gefehlt. In Muskelmasse steckt eben wahre Klasse. Naja, Sabi schwebt jedenfalls in vielerlei Hinsicht ständig in den Wolken. Du wirst sehen, was ich meine. Was ich damit meine. Du kannst dich ja mal zum Blizzard-Tempel aufmachen, dann wirst du ihr schon irgendwo begegnen. Was? Sabi! Meine hellseherischen Fähigkeiten haben mir verraten, dass wir zusammen Fangen spielen würden. Schaffst du es bis zu mir? Was macht sie denn da oben? Jetzt verstehe ich, was du meintest, Diam. Gut, kümmere du dich um das Mädchen, so kann ich mich wieder ganz meinen Muskeln widmen. Hä? Hilfe? Ich muss also da hoch, alles klar. Grüß dich. Na gut, das ist nicht so schwer. Moment, das nehmen wir mit. So. Da bin ich, my lady. Ach ja, ich hätte mich wohl zuallererst vorstellen sollen. Mein Name ist Sabi. Schön, dich kennenzulernen, Wulfen. Freut mich. Ich habe schon von dir gehört. Du bist richtig stark, nicht wahr? Du gibst bestimmt einen guten Spielgefährten ab. Ich weiß schon, was dich zu mir führt, ja, ja. Du brauchst Washakivils Hilfe, um Arktilas besänftigen zu können, stimmt's? Also, ich habe nichts dagegen. Aber nur, wenn du mich fangen kannst. Los geht's, Washakivil! Die ist gerade davon geflogen, ja? Okay. Dann mal da lang. So, kleine Lady. Da bin ich.
Hallöchen, Wulfen. Du kommst ja trotz der Kälte gut zurecht. So hast du mich nun gefangen oder habe ich vielleicht sogar extra auf dich gewartet? Tja, wer weiß. Und vor allem kann ich wohl wirklich hell sehen. Vielleicht. Naja, woher sollst du das auch wissen? Also dann, das Spiel endet erst beim Blizzard-Tempel. Fang mich doch! Macht's mir wohl Spaß, mit dir zu spielen? Oder finde ich es stinklangweilig? Na? Komm, wascher Quill! Sie ist schon wieder davon geflattert. Oh. Ja, grüß die Mädele. So, ist es vorbei mit unserem Gefangenspiel? Hallo mal wieder, Wulfen. Es heißt ja, man ist sicherer, wenn man nicht allein unterwegs ist. Jedenfalls ist das hier der Blitzachtempel. Ich habe schon dafür gesorgt, dass du rein darfst. Du musst mir nur noch ein bisschen hinterherjagen. Macht's mir wohl Spaß, mit dir zu spielen? Oder finde ich es stinklangweilig? Na? Sabi hat mir Bescheid gegeben. Wenn sie sagt, dass du den Tempel betreten darfst, dann habe ich keine Einwände. Aber du musst Rätsel lösen, um dort voranzukommen. Um diese Rätsel zu entschlüssen, soll man wohl dem Blick der Steinstatuen folgen. Wenn ich mich recht erinnere, haben die Statuen auch irgendwelche Musterungen auf der Brust. Oh yeah, Rätsel. Dann mal auf. Rätseltime. Gibt's ja auch Pokémon? Oh, cool. Hallo. Ah. Da ist ein Bronzel. Ui, hier gibt es wirklich Pokémon. Warte, ich will lesen. Oh, ich darf nicht lesen. Naja, dann halt nicht. Bronzel, du siehst mich doch nicht, oder? Keiner sieht mich. Oh, vielleicht doch. Ich folge einfach mal den Statuen. Und das Suchen. In der Pforte sind drei Tafeln mit verschiedenen Mustern darauf eingelassen. Außerdem sind da kaum lesbare Schriftzeichen geritzt. Wo die Statuen hinschauen. Welche Tafel möchtest du zuerst drücken? Kein Schimmer. Gut. Da ist eine Sonne drauf, da ist so das komische Dingsbums drauf. Und was ist da drauf? Aha. Okay. Ich schätze jetzt einfach mal, dass das die Lösung ist. Ha. Ja. Okay. Ja. Aha. Woher soll ich wissen, was ist? Also das Eismuster ist links oben. Stahlmuster ist wahrscheinlich unten. Und dann muss das erste Steinmuster rechts oben sein, oder? Also so Stahl. Stahl sage ich Eisen. Stahl. Eisen. Stein, Stahl, Eis. Eieieiei. Du hast die Tafel in der von dir gewählten Reihenfolge gedrückt. Haha! Bingo! Easy Snack. Aha. Christi. Pokémon. Oh, cool. Davon brauche ich noch ganz schön viele. Ja. Ich werde die Geisterlichter irgendwann finden.
Da unten ist ein Pokémon. Aha. Untersuchen. Auf der Brust der Statue ist ein schwaches Muster zu erkennen, das an einem Eiskristall erinnert. Also Eis. Eis. Eis, Stein, Stahl. Dann hier rüber. Eis, Stein, Stahl. Eis, Stein, Stahl, Stein. Ich muss aber jetzt noch 3 drücken. Wie geht denn das? Und Eis. Eis, Stein, Stahl, Eis, Eis, Stein, Stahl, Stein, Eis. Fürchterlich. In der Pforte sind 3 Tafeln mit verschiedenen Mustern darauf eingelassen. Außerdem sind da kaum lesbare Schriftzeichen eingeritzt, wo die Statuen hinschauen. Welche Tafel möchtest du zuerst drücken? Die letzte zwar hier. Dann gehe ich einfach 3 rückwärts, oder? Das heißt, Stein, Eis. Das heißt, ich muss zuerst die Stahl drücken. Stahl. Dann die Stein. Zum Schluss wieder die Eis. Oh, er will, dass ich, dass ich mehr drücke. Okay, gut. Das heißt, das war jetzt da. Habe ich mir nicht gemerkt, hä? Eisen, Stein, oder? Genau, Eisen, Stein, Stahl. Eisen, sage ich. Eis, Stein, Stahl. Eis, Stein, Stahl, Stein. Eis, Stein, Stahl. Man könnte es sich aufschreiben. Wäre wahrscheinlich sogar besser. Aber geht vielleicht auch so. So, erst einmal Eis. Dann Stein. Dann Stahl. Dann Stein. Dann Eis. Und... Yes! Es geht noch weiter. Okay. Alles klar. Das heißt, es geht von der wahrscheinlich weg, oder? Oder von der wird's weggehen. Oh, Jesus Maria. Stahl. Stahl, Eis. Stahl, Eis, Stein. Stahl, Eis, Stein. Stahl, Eis, Stein. Stahl, Eis, Stein, Eis. Stahl, Eis, Stein, Eis. Stahl. Und dann kommt da jetzt nochmal Stein, oder? Okay, das heißt im Endeffekt, nur dass ich es klar habe, da hinten war Stahl. Stahl, Eis, Stein. Eis, Stein, Stahl. Nö. Stahl, Eis, Stein. Eis, Stahl, Stein. Das geht sowas von daneben, Leute. Okay. So. Also. Einmal. Es war am Anfang Stahl. Eis. Stein. Eis. Stahlstein. Schon, oder? Sehen wir gleich. Und... Ja! Nicht gefailt. Woo! Haben wir sie? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Möglich, möglich auch nicht. Du hast mich eingeholt, dann ist ja das Spiel ja fast vorbei. Wie langweilig. Weißt du, ich hab dich gesehen,
mit meinen hellseherischen Fähigkeiten. Dich und Vashagwil hoch oben im Himmel. Na, ob das wohl stimmt? Ich weiß es nicht. Nichts ist ungewisser als die Zukunft, aber eines kann ich dir sagen, mit Vashagwil zu fliegen ist nicht leicht. Wenn du also mit ihm in die Lüfte steigen willst, musst du mir erst zeigen, was du so drauf hast. Traust du dich? Naja, aber sicher. Rihornior, Markbrand oder vielleicht edle Volddeck, auf wen wird wohl meine Wahl fallen? Alle auf einmal? Los! Aha. Wow, wirklich alle auf einmal? Ey, das ist doch Beschiss. Aber gut, Knödler! Ah, nicht stark genug die Attacke. Ja, Eisenschweif wäre halt am effektivsten, aber die Treffergenauigkeit ist halt echt mies. Aber getroffen. So, Rihornior besiegt. Donnerwelle. Schlecht. Jetzt bin ich paralysiert. Ja, Flammenwurf macht nicht so viel Schaden, das ist eher was zum Kuscheln. So, wir gehen auf Elevoldeck. Knuddler. Mist. Aua! Okay, so langsam kriegt er keine Probleme, das mag ich nicht. Darum wechseln wir aus. Ah, schwierig, hä? Ja, komm. Wir wechseln aus. Ich opfer nicht gern Pokémon. Haha, heiß. Aber Matschbombe. Yes, passt. Vergiftung sollte eigentlich reichen. Ja, die macht Elevoldeck auf alle Fälle K.O. Wechseln wir nochmal. Besser wär's, hä? Verdrück mich jedes Mal wieder. Blätzer! Ey, der Voltec ist eh K.O. Den anderen bitte, den da. Spukball. Ja, komm, Spukball. Guter Treffer. Lol, hab gerade erst gesehen, das Magband ist nur Level 30. Giftwolke. Ich hasse Gift, Leute. Lasst es! Donnerblitz, vernichte es! Hopp! Perfekt! Kampfende! Oh yeah, level up! Das Spiel und der Kampf sind vorbei und du hast beides gewonnen. Aber Vashagwil scheint noch mehr über dich wissen zu wollen. Lass uns aufs Dach gehen. Ja, lass uns aufs Dach gehen. Dann gehen wir mal aufs Dächlein. Ganz schön weiter Weg aufs Dach. Wascha! Vashagwil, wie wär's, wenn du Wulfen selbst auf die Probe stellst?
Oh, zum Glück habe ich Blitzer ausgewählt, ey. Blitzer. Das machen wir so. Donnerblitz im Speed-Verfahren. Okay. Hätte er Kraftverfahren wählen sollen, hä? Ist okay. Aber kein Problem. Wir machen einen Ladestrahl. Und tschüss. Vashagwil hat verloren. Das geht doch nicht. Ui, schon zu spät? Ich geh dann mal heim. War schön mit dir. Tschüssi. Hallo? War doch nur Spaß. Komm, lass uns zusammen Flöte spielen. Die Melodie wird sich echt nie ändern. Vashagwil hat sich deine Melodie eingeprägt. Du erhältst die Wolkentafel von Vashagwil. Dieser Steintafel, wo die Energie des Typs Flug inne, wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Flug. Danke, Sabi. Kein Problem. Vashagwil wird sicher auch seinen Spaß dabei haben, mit Wulfen durch Hisui zu fliegen. Das freut mich zu hören. So kommen Menschen und Pokémon sich Schritt für Schritt näher. Ich frage mich, warum die Blitze aus dem Riss im Raum Zeitgefüge die Königinnen und Könige in Rage versetzen. Ist das ehrwürdige Sinnoh vielleicht wütend oder will es uns damit prüfen? Wenn es eine Art Prüfung ist, besteht ja kein Grund mehr dafür, den Riss offen zu halten, sobald Arktidas der letzte König besänftigt ist, oder? Allerdings ist es schon seltsam, dass du von der Galaktik-Expedition es bist, der die Prüfung absolviert. Dabei leben wir doch schon viel länger in Hisui. Warum tust du jetzt auf einmal so schlau, Diam? Sonst denkst du doch auch nicht gerne nach. Halt den Schnabel, ich kann spüren, dass ein neues Zeitalter heranbricht. Und wenn du mich fragst, bist du der Auslöser dafür. Wenn ich mich also an dich halte, werde ich bestimmt eines Tages das ehrwürdige Sinnoh zu Gesicht bekommen. Ist das, was die ihm da erzählt, interessant? Oder ist es stinklangweilig, ne? Jedenfalls kannst du jetzt mit Vashagwil durch die Lüfte sausen, Wulfen. Wenn du von einem so hochgelegenen Punkt wie hier aus losfliegst, kann es dich bestimmt so gut wie überall hinbringen. Aber vergiss nicht, das Perma-Eis. Schließlich haben wir Vashagwil aufgesucht, um an es heranzukommen. Aha. Da drüben ist der Arktidas-Eisblock. Probier doch einfach mal aus, wie es ist, mit Vashagwil zu fliegen. Wenn du absteigen willst, musst du nur per Sinkflug zu Boden gleiten. Klar, kapiert. Du kannst Vashagwil nun zu dir rufen, um mit ihm durch die Lüfte zu gleiten. Fliegen mit Vashagwil. Yes, Leute, endlich können wir fliegen. Der Vashagwil-Gleitflug erlaubt es dir, dich hoch in die Lüfte zu erheben und zu fliegen. Durch Drücken des Knopfs lässt sich Vashagwil überall herbeirufen. Bist du gerade im Reihenfall, kannst du dafür auch den Knopf drücken. So, Leute. Aber wie es ist, mit Vashagwil zu fliegen, sehen wir erst das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ciao.